Ja, Shia, habe ich jetzt gerade gelesen. Alles klar. So, geht wieder. So, Das das ist reicht. eigentlich. Wir könnten auch die Batterie eigentlich da drunter stellen. Wie weit geht es dazu? Aber da passen wir, glaube ich, nicht durch. Zack, so. Hast du Das angeschlossen? Kabel. Nein, 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 da hält sich noch fest über. Ich muss den Generator sogar noch mit Seilzug starten. Wie geil ist das denn? Hier, komm mal gucken. Ich glaube, es glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Das wird nicht funktionieren. Das wird funktionieren. Alter, jetzt bin ich sogar schon farbenblind. An. Ist ja geil. Ach, was ein Stapler. Das ist wirklich mega geil, das Spiel, ne? Was die sich so haben einfallen lassen. Läuft durch. Wir brauchen wieder einen Jetzt Akku, muss wa? ich das. Ich glaube, den Starter das hochheben, oder? Ja, genau, weil da steht nämlich eine Kiste unter. Deswegen kann man mit dem Stapler drunter fahren. Ist ja geil. Ich glaube, das sollten wir auch zu zweit machen. Wegen Lenken und Fahren Anschließend eventuell. ist das. Einer Das wird so schön. gibt Gas und einer lenkt. Willst du lenken oder Gas geben? Boah, ich Uff. versuche drauf zu kommen. Oh. Oh. Okay, das geht runter. Jetzt müssen wir das auch schon mal. Alter, wie schnell der wird. Ich sehe es schon runterfallen. Wir können hier nirgendwo runterfallen, außer vom Stapler. Das tut nicht weh, Gott sei Dank. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss die Gabel, glaube ich, wieder runter, ne? Ja, die ist ein bisschen hoch. So viel zum NS. Ja. Wir müssen vor. Ja, dann zieh mal. Und Sauber. Hier ist ein Hebel. Womit die Brücke hochgeht. Brücke? Ah, hier. Aber die bleibt nicht oben, komischerweise. Vielleicht rastet sie ein. Jetzt. Ich habe nur den Hebel losgelassen. Oder auch. Nee, nee, nee. Die bleibt wirklich nicht oben, ne? Die. F ja, stimmt. Wir brauchen den Akku von da drüben für hier. Ich bleib hängen. Du kannst über die Brücke laufen. Okay, ich gebe Gas. Ich hole den Akku. Und gleich klatsch runter. Es ist, glaube ich, sogar ganz praktisch, dass wir einen Akku haben statt einer Kiste. Den können wir hier gleich doppelt benötigen. So. Was sind denn das für Karten? Die werden wir garantiert auch noch brauchen. Ja, Au. hier ist ein Stromkasten. Hier läuft auch schon wieder irgendwas.
Alter Schwede. Also, hier ist der Stromkasten. Ja, die Akkus oder beziehungsweise irgendeine Tür, da führt da drüben hierher. Dieses Tor hier zum Beispiel. Wollen wir mal eben gucken, was da drin ist? Kommst du mal mit? Ja, ich muss noch ein Kabel rein, dann habe ich ja, dann ist das alles angeschlossen. Okay. Weil dann gucken wir mal eben, was da ist. Eventuell können wir es ja mit dem vorhandenen Akku ja umgehen, was da jetzt noch kommt. Ich kann gehofft. Gehüpft. Einmal auf den Knopf stellen, dann gucke ich mal eben. Erheben hast du schon getan, oder? Ja, da dreht sich dann hier, müssen wir irgendwie hoch wegen. Ach du Scheiße, es wird nicht besser hier. Hier muss auch Strom drauf. Was ist das für ein Hebel? Da hängen Kabel. Was passiert, wenn ich hier Ich dran glaube, mit ziehe? dem Erheben kannst du das Ding umholen. Tschüss, Ja. Akku. Wie. Ich. Ah ja, so geht das. Alles klar. Ich organisiere uns mal eben den Akku. Meine Pfoten klemmen im Förderband fest. Aua! Au! 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 Aua! 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 Lass los. So. Wenn du an der Tür bist, sagst du Bescheid. Ja. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich den hier wegkriegen soll. Hä? Das ist mir ein Rätsel. Ein gottverdammtes Rätsel ist mir das hier. Ich kann mit dem Akku nicht springen. Autsch. Du bist runtergefallen. Ich bin jetzt. Okay, ich bin gefangen eigentlich gerade. Nein. Beide mit der Ja. Hand in deinem Kopf. Ich, kann man. Ich habe zwei Beine wieder. Kannst du eben einmal anschmeißen, den Hebel, dass ich hochkomme? Versuche ihn zu treffen. Nach oben, oder? Ja. Okay. Alles klar, kann losgehen. Ich bin auf falschen Hebel, kann das Achso, sein? ja. Hier sind alles Hebel. Alles, überall ist Hebel. Ach, du hast dein Bein auch wieder. Ja. So, okay, kannst du ausmachen? So, ich habe hier einen Akku. Okay. Ich weiß aber nicht, wie der darüber kommen soll. Denn ich glaube, wir sind hier gefangen und wahrscheinlich irgendwas hätte man vorher anders machen müssen. Weißt du, was wir machen? Wir laden den Kontrollpunkt einmal neu. Und sind wir trotzdem hier. Shit. Ich wollte gerade sagen. Das kann aber nicht richtig sein. Wie kommen wir denn jetzt mit dem Akku hier rüber? Ich Das kann dir den hier funktioniert auch nicht schon. rüberwerfen. Was ist das hier für ein Hebel? Der würde das Tor da drüben aufmachen, aber dazu muss erst Strom drauf. Die Kabel hängen auch da Okay. oben. Da. Okay. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber ich weiß, wie es gehen soll. Du weißt, wie das gehen soll?
Und zwar? Mit einer Hand den Akku halten, mit der anderen Hand sich an den Band festhalten, während das da rüber zu uns fährt. Ja. Okay. Das ist Aufgabe dich. Dann Oder? schmeiß mal an die Apparatur. Könnte das funktionieren? Das wird funktionieren, ja. Also ich betätige den Hebel des Grauens. Das muss funktionieren. Alles andere kann ich mir sonst nicht erklären. Weil ich den Hebel treffe. Ja. Ja, es funktioniert so, genau. Perfekt, so bleibt der Akku wenigstens, wo er ist. So. Ich brutze. Schau mich mal an. So, Akku. Hängst du? Förderband geht ab. Iha! Au, 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 au. Meine Arme. Ah, ja, perfekt. Schön, dass ich im Pluspol stehe. Jetzt noch mit einem Bein in Minus und dann zappel ich. Verbrannten Fell. Nackthund. Jetzt müssen wir In nur deinem noch da Haus. irgendwie die Kabel runterziehen. Auf das Wörterband. Ich lasse wieder ein Stück laufen. Du springst an die Kabelbahn. Korrekt, wenn ich es treffe. Ich hoffe, ich treffe gleich beide, dass wir es nicht doppelt machen müssen. Ah ja, Strom Ja, haben Gott sei wir. Dank. So. Okay. Naja, ich habe eins. Fällt das runter? Kann ich es loslassen? Moment, ich schau. Ja, kannst du. Dann kannst du eigentlich dich. Geht das? Jawohl. Jetzt lässt du links los. Habe ich. Profi. Absoluter Pro in dem Game hier. Guck mal, gleich sogar Mann. in der richtigen Hand die Beine. Zack, zack, eingestöpselt. Du steckst falsch an. Du meinst? Also und das beweist ja eigentlich schon wieder, ja gut, beweist nicht, also das hätte man auch wieder alleine schaffen können, theoretisch. Da muss man das Band halt laufen lassen, was halt nur ziemlich ätzend ist. Aber dann musst du schnell sein mit dem Laufen, dass du da nicht runterfällst und geschweige denn der Akku. Na gut, der Akku kommt wieder, aber halt wirklich halt das nicht runterfallen und zu treffen und ein bisschen zielen und so. Der Sport ja wieder neu. Genau. Aber bei den Kabeln ist halt doof, dieses seitwärts laufen, um zu zielen, während es läuft, das war eben. Da ist schon ganz gut, wenn das Band stehen bleibt. Schau mal, wo wir sind. Ja, da wo wir eben schon mal waren. Also es hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Das ist das Problem. Ja, aber bin ich hier rein müssen. Genau, mit dem Akku, der jetzt irgendwo anders steht, ne? Der hier drin ist. Wir brauchen Moment. gottverdammt eine Kiste. Und zwar die da oben, eigentlich. Vor allem, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir dieses Manikicken umschmeißen können. Glaube ich zumindest. Da ist nämlich der Akku drauf. Ich ahne Schlimmes. Der hält den Akku fest. Wie willst du denn da hochkommen? Mit etwas, was eventuell hier hinter steht. Ich weiß es nicht. Aber der hat ja den Akku. Also wie sollen wir da rankommen, wenn wir den Akku nicht haben? Wir holen uns den wieder, den wir hier drin haben. Ja, ich setze mich drauf. Ich schwanke hier umeinander. Jetzt habe ich es.
Keiner da? Nee. Ich hole mir den hier. Kommst du raus? Ich versuche gerade an die Kiste zu kommen. Nee, aber ich habe was Besseres. Ich nehme den Akku. Den kriegen wir niemals. Dann geht das Tor wieder zu. Ich habe ein neues Bein. Das ist schnell. Ja. Und jetzt kräftig ziehen. Ja, perfekt. Aber wir haben die Kabel. Doch, Alter, Kabel liegen da. Alter, wir spielen das Spiel aber nicht so, wie man das spielen soll. Ja, wir spielen das. Nach unserer Logik. Erhöhten Schwierigkeitsgrad. Genau. Also im Kabel stecken bin ich gut. Also es geht auf jeden Fall weiter, aber ehrlich gesagt würde mich interessieren, wie man diese Figur zum Umfallen kriegt. Mit dem LKW dagegen fahren. Aber dann hätten wir, also das ist ja der Akku, den wir hierfür brauchen. Wir haben irgendwo haben wir was ganz gewaltig vergessen. Das liegt da oben. Ja, da und da hinten liegt auch noch was. Und da und dort. Und da überall hinten. Haben wir noch was vergessen. Das ist auch lustig. Wir müssen die Kessel mit Kohle füllen. Und dazu müssen wir einen Haufen Kohle mit dem LKW holen. Ach! Ja, und dann glaube ich, geht irgendwie Strom an oder so. Dann geht's glaube ich weiter. Ja, der steigt. Kommst du mit dem LKW? Kohle holen? Ja. Ich versuche zu lenken, du gibst Gas. Ich versuche es. Sieht voll nach Lego Technik aus, das Ding, ne? Ja, es hat was von mir. Das mit dem Schiff war Hammer, mit dem Container. Heftig. Ich gebe nicht so viel Gas. Ja. Dass du hinterher kommst. Oder? Aber kannst ein bisschen schneller. Okay, ich gehe einen Schritt vor. Okay, das fährt nur so. Aber das geht gut ab. Kannst sogar Vollgas geben, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Bedenken. Wir rollen gleich wieder rückwärts, habe ich das Gefühl. Wie fahren wir eigentlich den Berg hoch? Alter, was ist denn mit meinem Männchen los? Oh, Alter! Ah, das ist doch mal fahren, wie ich mag. Bist du dieses Getriebe getreten? Oh, kriegen wir die Kurve? Hallo? Oh nein! Ah, Hilfe, ich bin mit. Halt an, du fällst runter. Oh Mann. Ich hab Bauchschmerzen. Ich kann aber auch nicht mehr weiter einschlagen, also wir müssen langsamer fahren. Jetzt hat sie was verpasst.
Ich komme nicht zum Hebel. Jetzt. So. Also, eingeschlagen ist. Ja. Ich gebe ein bisschen. Und dann habe ich einen Hebel in der Hand. Jetzt. Kriegst du die Kurve? Ich kann nicht weiter einschlagen. Ja, gehst du sonst zurück? Das passt. Das passt. Oh Gott. Wir müssen hier gleich wieder runter, ne? Was ist denn da klar? Ich schreit auf gleich in die Tür. Okay, gleich geht's geradeaus, dann können wir wieder Gas geben. Komm raus. So, jetzt. Zack und. Aber auch der Sound ist einfach geil. Auf dem Reifen mitlaufen. Ich gebe ein bisschen Gas im Berg hoch. Ja. Okay, ich muss runter. Geht ja eh jetzt gleich geradeaus. Fährt er gar nicht schneller? Der geht auf jeden Fall schneller. Ja, yo, Alter. Guck mal, hier oben steht, wir hätten auch hier hochlaufen können. Oh, Moment, hier sind wir drunter, oder? Und stopp. Ich bin runtergefallen. Und wann kommt die Kohle? Indem wir eine Power drücken irgendwo. Hier ist zudrücken. Also ich weiß, hier gibt's Kohle, weil wir brauchen definitiv mehr. Wir müssen es abbauen. Ach du Scheiße. Ey, vom Schiffverlader zum LKW-Fahrer zum Minenarbeiter. Zum Kohleschlepper. Alter, wie geil ist das denn bitte? Warst du hier schon? Ups. Ich hab's nur gesehen. Bislang. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr daran erinnern, dass wir die Kohle auch noch hier verladen müssen. Das hat was auf jeden Fall. Das ist mega geil. Es fängt sehr simpel an, wo man sich noch am Anfang denkt, so, ja, okay. Ja, aber das finde ich gut, gerade für kleinere Kinder oder so. Ja, wirklich das so zum Reinkommen in die ganze Materie, ne? Ja, das ist eine Steigerung da, so alles. Muss ja nicht gleich abgehen wie bei The Force. Ja, und vor allem, es wird nicht langweilig, weil immer wieder was Neues, Cooles dazu kommt. Ich weiß nicht, wie viel in den LKW passt, aber ich würde sagen, wir machen voll, ne? Ah ja, hast du den Ofen gesehen? Da gibt's einen Reif. Den Rest kippen wir bei uns ins Schiff noch rein und fahren dann runter. Ah, oh, wie geil, ey. Das Kohlestück fällt doch gleich runter. Ich guck mal, wie voll der ist. Oh, ich bin da was rein voll. Oh. Ja. Ich setz mal ein Stück zurück. So. Und dann komme ich wieder auf den kurzen Wege in den Schacht. Das Stück Kohle nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Ja, das ist seitlich runtergerollt. Das wird nicht verbrannt werden. So. Ich glaube, das lade ich mir tatsächlich nochmal runter, um das zu zerschnippeln und in Videos zu machen, weil das ist einfach zu geil. Ich hänge!
Warum? Ich glaube, jetzt biest sich beide Beine ein. Ich kann mir vorstellen, dass der LKW jetzt relativ voll ist. Oh. Ich will das Kohlestück hier haben. Man weiß, wie viel wir verlieren, bevor wir unten sind. Das auch. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal abdüsen damit, bevor wir alles verlieren. Ja. Ein weißes Stück Kohle. So, wir wenden, würde ich sagen, ne? Weil rückwärts runterfahren habe ich, glaube ich, nicht so den Bock. Der überfährt mich einfach. Scheiße. LKW außer Kontrolle. nee, vorwärts. Vorwärts. Ja, da war. Deswegen habe ich bremsen wollen eigentlich. Ich hab falsche Hürde. Lass die Finger davon. Mensch, lass sie los. Einfach überfahren. Totgestellt. Und wenn er weg war, wieder weitergelaufen. Es wird eng mit den Wänden hier. Das Steuern mit dem Ding ist aber. Oh, ich bin oben drauf wieder. Oder wir werden rückwärts runtergefahren. Bitte? Oder rückwärts runter. Alter, das ist echt gefährlich, rückwärts runter. Aber jetzt haben wir es ja auch fast. Jetzt wieder rückwärts, damit das müsste passen. Okay. Moment. Und rückwärts. Sag mal, stopp. Guck mal, das sieht perfekt aus. Das sieht perfekt aus. Und stopp. Ah, ich krieg das Lenkrad nicht. Komm mal um die Kurve nicht, ne? Ja. Gut. Passt. Nee, können. Okay, warte, stopp. Vorwärts! Vorwärts! Vollgas! Okay. Ich sehe schon kommen, Alter. Wir dürfen gleich nochmal Kohle schippen. Ich sehe es kommen, wir fliegen jetzt auf den Killer runter. Jo, auf geht's! Oh Gott, Twitch ist zu lang. Eieieiei, okay, ich bin wieder am Start. Tiere am Steuer. Tiere am Steuer. Mal gut, dass du das Herrchen bist. Ich bin doch schon geistig, ich bin schon gestorben. Die haben ja auch eine Straße gebaut, ne? Ist hier irgendwo einer gerade gespawnt? Ja. Den entsorgen wir direkt. Mach den Farbe um. Weg mit ihm. Nein, nein, nicht rückwärts, lass los. Ah, shit. Nein, nein.
Scheiße, fällt uns gleich runter. Gott sei Dank ist da eine Laterne. Die er einfach ignoriert. Die er einfach ignoriert. Nein, nein. Mach das nicht. Alter. Zusammenbruch. Oh,